Hier wird mal wieder rumgeballert. Dann wollen wir doch mal mitmachen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Yeah, neues Grünzeug. Grünes Grünzeug. Tja, ist schon ein hartes Leben hier, ne? Hat man einfach so gepflückt. Abgeerntet. Gut. Zum Saufkür zu ballern. Wir müssen wohin? Goldene Fahrtmission zur Linken. Vielleicht geht's ja hoch in den Norden. Was anderes haben wir gerade nicht, oder? Nö, sieht nicht danach aus. Also, ab die Flug. Ab der Flug? Sagen wir der Flug. Grad nach links. Plus 60. Oh. War knapp dahinter, aber getroffen. Bitteschön. Wir gehen mit etwas tiefer, falls wir jemanden sehen, können wir den besser abknallen. Hey, wieso drehen wir uns hier? Was ist, wenn wir diesen Glockenturm ansteuern? Das ist ja genau richtig. Wir werden nochmal steigen müssen, wenn wir da hoch wollen. Naja. Ist ja genauso schnell wie wir. Das sieht komisch aus, dieses Reinpixeln, sage ich mal. Sehe ich eine Ziegelfabrik. Upsala. Genau, da müssen wir hin. Wer schießt denn hier? Ich hab's noch nicht so ganz gefunden. Jetzt ist irgendeine Partei tot. Da, die Blauen haben gewonnen. Sehr gut. Ja, genau. Ballert in die Luft, wenn wir hier gerade rumfliegen. Sehr gute Idee. Ein Adler und ein Auto. Ich will das abrupfen, nicht abschießen. Da war's. Ah. Naja. Wird bald. Oh. Gibt's eine Fähigkeit für einen Doppelsprung? Muss von außen blöd aussehen. Jawohl!
Irgendwie müssen wir da rein. Ich wollte, dass das knallt, wenn wir da drin sind, aber der Ladebildschirm ist zu lang. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noor dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat Noor dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noor passiert. Klare Ansage von AJ. Den Boten erschießen. Erreiche Shanaf. Hier wird schon wieder rumgeballert. Hoffentlich bleibt der Gyro da. Wenn ich jetzt da hochgehe. Ein Adler? Schön da bleiben, ja? Hab ich dir hier von Noor erzählt? Meine Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz am Anfang meiner Herrschaft. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann. Der quatscht hier und wir sterben. Andersrum, wir sterben hier und der quatscht. Na, jetzt ist der Gyro weg. Oh. Wollte aber auch kein Medkit einsetzen. Jetzt habe ich den Salat. Möchte der Pagan nochmal anrufen? Oh, nicht wieder Wölfe. Zu spät. Ich schreie das echt übel. Wir fahren mit diesem Auto. Das machen wir wieder ganz. Jetzt ruft der Pagan nicht mehr an. Der hat das nicht zu Ende hören dürfen. Nein. Moment. Die Arena ist doch über uns. Genau, über uns rechts. Aber wir sind schon richtig. Wir fahren links, links und dann links und dann rechts. Dreimal links und dann rechts. Eieiei. Eins. Zwei. Ihr hört Preis, Kyrat, und wisst ihr was? Rabbi Rayrama fühlt sich gut. Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen. Ah, was Neues. Ich rede von so einer heftigen Barack-Obama-Veränderung. Und wisst ihr, wie die Speck!
passt gerade ganz gut. Ich muss gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen übers Wasser links und dann rechts. Sehr gut. Ja. Kauffreund. Nicht mehr, nicht weniger. Oh. Das passt dann schon. Vielen Dank. Bitte beehre mich bald. Ganz sicher. Die Railrunner von einem geheimen Ort aus, dem Sender Freiskühler. Vor einer Weile bat ich euch mitzuschreiben, was Agamin eurer Meinung nach über die Golden mitteilt. Ich dachte echt, das wäre eine lustige Rubrik. Ich wende mich an die Fans und ihr schreibt mir zurück. Ich muss sagen, ihr hattet ein paar ziemlich interessante Theorien. Und mit interessant meine ich völlig bescheuert, total bekloppt. Ganz ehrlich, Leute. Okay, also hier kommt, was Aziz geschrieben hat. Und ich denke mir das nicht aus. Aziz schreibt, Pagan versteckt eine geheime Armee von Untoten in den Minen, die er von den Echsenmenschen bekommen hat, die unter Los Angeles leben. Oh, toll. Pagan als Mitglied der Illuminaten. Nein, ist er nicht, Aziz. Er ist keiner von den Illuminaten. Ist das klar? Okay. Ihr schreibt Nadish. Pagans Minen sind voller goldener, angemalter Bleibehaar. Das ist richtig mies. Richtig miese Scheiße, Nadish. Pagan hat wesentlich mehr Geld, also echt. Das weiß ich von der Freundin der besten Freundin meiner Cousine. Na toll, über drei Ecken also. Vielen Dank, Nadish, für deine verlässliche Quelle. Als nächstes kommt Ranjit. Oh, den Namen finde ich echt gut, weil ich einen Bruder habe, der Ranjit heißt. Er schreibt, hey, Rabbi, ich weiß, was in den Minen ist. Deine Eier, du Loser. Gut, dann war das wohl tatsächlich mein Bruder. Aber das Gute daran ist, wenn meine Eier in der Mine wären, hätte ich echt ein paar ganz schön große Dinger. Ich hätte verdammt riesige Eier. Stellt euch mal vor, wie mein Sack eine ganze Mine ausfüllen würde. Frisch das, Ranjit, und zieh dir die Sackfalten glatt. Ich war immer das Lieblingskind. Also wenn er was Neues drauf hat, dann gefällt mir das. Oder wenn ich es nicht verstanden habe, akustisch und es nochmal hören will und es kommt nochmal, dann gefällt mir das auch. Betritt die Schandlaff-Arena. Womöglich muss ich die Folge wieder auf ab 18 schalten. Wir waren gerade einkaufen, dann gehen wir hoch. Seit du mit dem Jahr begonnen hast, habe ich keine Angst mehr, vor die Tür zu gehen. So. Was ist denn für eine Volksversammlung? Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Aber okay. Vielleicht doch. Zeit für Plan B. Na, das kriegen wir schon hin. Wir haben hier einen Granatwerfer, den wir nicht auspacken dürfen. Keine Ahnung, wo uns das hinführen soll, aber da geht's auch. Wahrscheinlich geht's ja bloß rüber. Hallo. Ah! Di. Oh. Geheimnisvolle, versteckte Tür. Aua! Vorsicht, ich bin heiß. Ja, da lachen sie auch. Du kämpfst also immer noch in der Arena. Scheint so, als wären wir ungefähr gleich. Naja. Sehr, sehr schön. Gibt's den Eingang? Kommt man hier irgendwie rein? Plan B, vielleicht sagen, Achtung, Feuer, heiß. Über den Balkon vielleicht. Keine Ahnung mehr wie. Ich will eigentlich auch nicht nachgucken. Was war das? War das hier? Hä? Ja. Hui. Keine Ahnung, ob es überhaupt reingeht.
Ich guck mal, ich wollte ja sowieso. Schaut mal, wie wir schaukeln können. Hui. Wow. Tat ein bisschen Aua. Ich habe mich jetzt gar nicht nach vorne bewegt. Warum haben wir diese Aktion gemacht? Ich habe mich nicht bewegt. Warum packen wir jetzt den Schweißbrenner aus? Das habe ich gesehen. Events sind immer spektakulär. Ja, den letzten werde ich niemals vergessen. Das war großartig. Ja, das war unglaublich. Das wird schwer zu toppen sein. Na, mal schauen. Vielleicht gehört sie mit uns toppidi-top. Was haben wir denn hier? Ah, Danga. Minus. Noch gar nicht mit Noah gesprochen, nachdem wir den Deploy da rausgeholt haben. Aus seiner Feier. Nashorn ist am übelsten. Wobei ein Tiger ist sehr wendig. Warum nicht alle? Jetzt schiebt das Nashorn den Tiger zur Seite. Ich hätte gern mehr Tiere. Nein, Schanaf-Arena-Programm des Special-Event. Des Special-Events? Ich habe die Wichtigkeit des heutigen Programms bereits beim Meeting heute Morgen nachdrücklich betont. Bitte versaut es nicht, der Boss ist eine tickende Zeitbombe und alles muss perfekt sein. Hier ist der Rundenplan. Runde 1, 3 Tiger, 25 Milligramm Medetomidin, Hydrochlorid. Runde 2, 4 Wölfe, 25 Milligramm, der gleiche Scheiß. Runde 3, 2 Bären und das Dreifache, sprich 75 Milligramm Medetomidin, Hydrochlorid. Runde 4, ein Nashorn, 250 Milligramm Medetomidin, Hydrochlorid. 30 Sekunden zwischen den Runden, keine Überschneidungen. Jetzt gucke ich mal kurz nach, was macht denn das Zeug? Medetomidin. Das ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Imidazole. Die in der Tier- und Humanmedizin als Sedativum und Schmerzmittel eingesetzt wird. Was macht das, wenn man zu viel davon nimmt? Ja, irgendwie. Balla. Wirkung. Uh-huh.
ziemlich nichtssagend. Nebenwirkungen, Förderleistung des Herzens. Herzrhythmusstörung. Okay. Was bringt das eigentlich für einen positiven Effekt? Wirkung sedierend, war ja, ist ja klar, haben wir oben gelesen. Und Schmerzmittel, also schmerzhemmend. Angstlösend und muskelrelaxierend. Okay. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ach so. Ha, wir sind gar nicht im Kontrollraum. Nein. Aua, ist nicht nett. Ich glaube, das mehr oder nicht. Oh, ich will keinen Medkit einsetzen, hier kommt bestimmt gleich eine Zwischensequenz. Hätte ich vielleicht plündern sollen. Die Schritte ist so übel, eigentlich schlimmer als ein MG42. Zum Einsammeln? Ist Medkit dabei? Nö. Hast du eins dabei? Nö. Hätten wir einen Takedown gemacht, hätten wir die automatisch mitgeplündert. Nein, nein, nicht gut. Ach, weniger Munition womöglich. Okay, dann hören wir uns doch, bevor das noch schief geht. Guck mal, viele an. Oh, Mietzekatze ist frei. Oh, Mietzekatzen. Oh, AJ, komm! Nein! Das kostet doch gleich wieder ein Medkit. Gibt's hier was zum Draufspringen? Ein Käfig. Oh, ich würde die ganz gerne plündern. Ja, geht mal weg. Genau. Sehr schön. Ne, faucht euch nicht gegenseitig an. Nein. Mm-mm. Geh weg. So weit bis dahin. Hier liegen tote Mitlebewesen. Töte sie oder stelle sie zur Rede. Mir die Pistole her. Bürger von Kyrat! Ich gab euch Sieger zum Bejubeln und Verlierer zum Verspotten. Das niemand war so blut und verzweifelt wie die heutigen Gladiatoren. Aber es wird immer mehr Blut fließen. Bitte, wo ist meine Familie? Tut mir leid, Noah. Nein, nein! Tut mir echt leid. Tut mir leid. Paga ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete? Von allem, was ich tat? Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut.
Mein? Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Jetzt bin ich frei. Oh Mann. Die erste Frage. Du gewinnst ein paar Kämpfe in der Arena und schon hältst du dich für unbesiegbar. Hoffentlich beweist dir keiner das Gegenteil. Wird's mit in der Arena weitergehen? Das war die, mit die erste Frage, die sich gestellt wurde. Anita, das war's. Nur ist tot. Gute Arbeit, AJ. Der gesamte Süden gehört jetzt uns. Du hast den Menschen gezeigt, dass der Weg zur Freiheit nach vorne führt. Es gibt kein Zurück. Ganz egal, was Zabal sagt. Sie einfach so zu erschießen, das ist in meinen Augen einfach nicht richtig. Zumindest mit ihr reden. Und das Missionsziel wurde automatisch erfüllt. Ohne irgendein Zutun. Hallo, AJ. Hallo. Ich will da oben drauf stehen. Es geht. Geht doch. Die gefährlichen Tiere gejagt. Haben wir irgendwas Neues? Kleine Schnapsflasche. Nee. ...29 Fähigkeitenpunkte. Vielen Dank. Bis bald. Yogi und Reggie. Ja, super. Freue ich mich. Hinter uns, Herr Heroes. Kein Gyrokopter. Wir müssen uns... ...mit irgendeinem Auto fortbewegen. Einfach, da ihre Familie tot ist, keinen Sinn mehr hat, keinen Sinn mehr gesehen hat, selbst weiterzuleben. Fahr mal platt. Was? Oh, da war eine Geisel. Naja. Zwei Rote tot, ein, sagen wir mal, graues Männlein. So machen wir gewonnen. Wie die Tiere, die Zuschauer in der Schanach-Arena. Sie lechzen nach Blut. Rechts, links, geradeaus. Weiß, dass ich sterben muss. Ja, sehr schlauer Typ. Na, nimm das zurück. Sammel es wieder auf. Umweltverschmutzer. Ja, ist ja gar nicht hochgegangen, das zweite Flächen. Rechts, links, geradeaus. Irgendwo da hinten müssen wir hin.
Hier haben wir vorhin jemanden mit einer Granate beschossen und am Heck getroffen. Ist hier wieder eine Geisel, die ich mit umbringen kann? Aha, ein Umweltverschmutzer. Wenn wir den umfahren, brennen wir doch. Wo will er denn hin? Ist das ein grünes Blatt? Nein. Ist der weiter hochgerannt? Ja. Feige Sau. Schon wieder helfen. Wir schmeißen hier mit Rebellen Gegnern. Gerade mal eine Kurve bekommen. Wie wär's mit Geld? Karma Level 7. Danke dir tausendfach. Geht bis 10, ne? 1000? Oh. Ist noch ein weiter Weg. Danke. Es ist vorbei! Ich danke dir tausendfach. Es ist vorbei! Leck mich am Arsch, pass doch auf! Genau, ihr dürft, aber wir nicht. Das ist voll unfair. Hast du eine Minute? Was zum Teufel war das? Das war was. Typ. Hey, hey, ich muss dir was sagen. Ach, du jetzt auf einmal. Du hast mich gerettet. Danke. Und dir ist dein Leben nichts wert. Hagans Kampf ist beendet! Noch nicht. Götter, was war das? Bei den Göttern! Rum. Wuhu, hätten wir auch sagen können für diesen kleinen Sprung. Die armen kleinen Stoßdämpfer. Ich hab was für dich. War jetzt ein Autoguns. Ups. Wow. Das hätte ganz doll schief gehen können. Ich mach das Auto trotzdem ganz. Einfach mit dem Granatwerfer geschossen. Ja, war schon voll. Was ist denn hier los? Hä? Ah, von hinten. Ja, von hinten mag es das Quad gerne. Ich hoffe, es ist neues Grünzeug gewachsen. Es gibt eine Beschwerde. Nicht auf die Straße rennen. Dankeschön. Was schießt denn da? Oh, das ist ein blauer. Ui. Es tut nur auf den Öhrchen weh. Ich mehr, nicht weniger. Oh nein, die machen uns den Sherpa kaputt. Oh, da ist ein Ticker drauf, scheiße. Steht direkt daneben. So, jetzt. Nein, dann gib uns neue Bumskraft los. Wobei, hier hast du noch mehr. Wo sind die anderen hin? Oh, nicht, dass der uns abbrennt. Nicht wegrennen. Nein, nein, es brennt jetzt nicht. 11.500. Oh, nur 1.500. Das staubern mal wieder. 100%. Na, sehr schön. Bumsa. Wo müssen wir denn abbiegen zum da hochfahren? Ja, okay. Nein, nicht alles. Schau mal, hier ist noch grün und flammenlos. Hm, jetzt wird es ein bisschen unwegsam für Squad. So oft sind wir hier noch nicht hochgefahren.
Oh, 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 scheiß Dreck. Uiuiuiui, wird einem schlecht, wenn einem schlecht werden würde. Huch. Scheiße. Jetzt müssen wir oben sein. Wir haben noch eine Abkürzung gefunden, sehr gut. Ich will grün Zeug. Auch sehr gut. Hoffentlich können wir nach Missionsbeginn nochmal Grünzeug einsacken. Das wäre praktisch. Am Ende der letzten Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zu Beginn nochmal 6, macht 12, jetzt 18. Nichts für, doch einmal in der Shanaf Arena. Sammlung, Beutel, 21 Blätter. Sieht erstmal wieder ganz gut aus. Ich muss hier ausgeben können. Nein, will ich nicht. Erst will ich das haben, was ich haben möchte. Also vorher gebe ich nichts anderes aus. Jetzt noch was anfangen in den letzten 3,5 Minuten. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen eher Schluss, nachdem es schon Folgen gab mit Überzug. Da gibt es heute Unterzug. Genau so mache ich das. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.